Herzlich willkommen zu Geistreich. Paranormalerforscher Chris und Sonja nehmen euch mit auf eine Reise in die Welt des Paranormalen. Authentisch und geistreich. Hallo und herzlich willkommen zu Geistreich, dem Geisterjäger-Talk. Mit dabei die Sonja. Hallo. Und mir, dem Chris. So, Sonja, ich möchte dich wieder mal ein bisschen entführen. Und zwar, wir verlassen Deutschland. Okay. Ja, und zwar geht's nach Enniscorthy Corsi zum Ethereum Theater. Okay. Ja. Sehr schön. Hatten wir ja schon mal eine kleine Untersuchung drin gehabt. Mhm. Und ich hoffe, du kannst dich noch dran erinnern. Oh ja, das kann ich. Das ist ziemlich gut sogar. Ja, das ist gut. Wenn man das vergessen würde, das wäre auch ein bisschen komisch. Ja. Ja, was ist so der Eindruck für dich auf dieses Gebäude? Zur Geschichte kommen wir gleich noch für alle Zuhörer, ne, worum es da geht. Ja. Aber ich wollte erstmal so ganz grob, was ist dein Eindruck von diesem Gebäude? Jetzt so in fernerer Zukunft sozusagen, also ist ja schon eine Weile her. Ja, ja. Also ich weiß noch ganz genau, dass das Ethereum Theater der Untersuchungsort war, mit dem ich die allerwenigsten Erwartungen verknüpft hatte. Ja, es gab jetzt nicht irgendwie so ein Signature-Geisterlebnis oder sowas oder Geister-Story für dieses Gebäude, das dazu auch noch so relativ unscheinbar einfach ist in Enniscorthy. Und von daher war mir zwar bekannt, dass der Michael Benson, beziehungsweise, oh Jesus Gott, wie hieß er denn auch? Sean. Ja, Sean, genau. Mhm. Dass die da schon interessante Aufnahmen hatten und oder Fotos auch gemacht haben. Aber trotzdem glaube ich, dass ich an den Ort so mit der allerniedrigsten Erwartung irgendwie rangegangen bin. Tatsächlich. Und mir so auch erst gar nichts drunter vorstellen konnte, was es jetzt genau gewesen ist. Und war dann überrascht, dass es dann ja auch im Innern doch relativ groß war. Das sah man ja so von außen auch nicht unbedingt. Ne? Das war ja nur so eine kleinere Fassade. Ja gut, sag mal so, von der Fassade ist es schon recht groß gewesen. Du hast gesehen, dass es schon ein großes Gebäude ist. Und auch, du konntest ja auch die Seite ganz gut einsehen. Wenn du so bei Enniscorthy Castle sozusagen mal rüber geguckt hast, das war ja die komplette Front. Aber ich muss sagen, durch die Verschachtelung da drin, ne, wirkt es nochmal viel, viel größer, ne, wenn du da dann in dem Gebäude selbst unterwegs bist. Also es wirkte schon wirklich größer, wenn du da drin dann umhergegangen bist, obwohl du von außen gesehen hast, okay, es ist keine kleine Hütte. Also. Ja, ich glaube, ich habe halt vor allen Dingen diesen Eingang im Kopf, ne? Und der war ja nun nicht besonders groß oder spektakulär oder irgendwie sowas. Ja, nee, ich glaube, es ist einfach so, ach, war ich das gleiche Niveau wie alle Häuser dort in der Straße? Ja, genau, genau. Und war zwar ein bisschen, man hat schon gesehen, es ist ein älteres Gebäude. Mhm. Das hat man an der Fassade gesehen. Ja, ja, das hat man schon gesehen. Aber ansonsten, war jetzt nicht so, dass es halt wirklich aus der Häuserreihe groß herausgestochen hat. Mhm. Genau. Und von daher weiß ich auf jeden Fall, was du meinst, ja. Oh, genau, und es war jetzt auch, wie gesagt, einfach nicht so der Hotspot in Irland, ne? So jetzt wie Charleville Castle oder Leap Castle oder eigentlich hat man es noch nie gehört, wenn man so will. Genau, ja. Na, das ist halt ein Gebäude, was man echt noch nie gehört hat. Genau, war es niemandem ein Begriff und hat sich halt eben so quasi in die Untersuchungsorte reingeschlichen. Dadurch, dass wir einfach da rein durften. Ich wollte gerade sagen, es war einfach nur billig. Also, genau, ja. Also so blöd es jetzt auch klingt, aber es ist halt schön, wenn man echt mal eine Location hat, die nichts kostet. Ne? Ja, ja. Gerade wenn man jetzt in Irland oder so unterwegs ist. Genau. Und zumal jetzt das auch keine Ruine ist. Ne? Das ist halt wirklich ein Gebäude, was man aufschließen muss. Da kommst du so nicht rein. Das ist also auch ein Museum. Der untere Bereich zumindest. Und dahingehend, also ja, die Erwartungen waren jedenfalls sehr niedrig jetzt bei mir. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
Ja, also einerseits habe ich mich natürlich gefreut, nach Enes Corsi zurückzukehren, weil ich habe mich irgendwie so ein bisschen in dieses kleine Örtchen verliebt. Ich finde es einfach toll. Auch wo wir jetzt das erste Mal dort waren und dann Enes Corsi Castle untersucht haben. Das ist halt so, da ist jetzt nicht viel passiert, aber irgendwie verbinde ich damit sehr, sehr viele positive Erinnerungen und alles und denke halt auch wirklich gerne an diese Zeit zurück. Von daher hat es mich natürlich sehr gefreut, diesen Ort erstmal wieder zu betreten. Und zumal wir ja oben noch das Schlachtfeld gesehen haben und alles, alles, was wir halt letztes Mal auch so ein bisschen liegen gelassen haben. Und deswegen war halt eigentlich so meine Grundstimmung allgemein schon mal positiv, also sehr positiv, was das angeht. Und dass wir einen guten Fish and Chips Laden gefunden haben, noch besser. Also. Fisch und Chips sind halt schon ziemlich genial, ne? Ja, So. sollte man in Irland oder so auf jeden Fall ja, Ja, mitnehmen. geht kein Weg dran vorbei. Genau. Ja, aber von dem Gebäude selbst, ja, ich war auch erstmal so ein bisschen skeptisch. Na, muss ich sagen, ob da jetzt überhaupt großartig, ich meine, ein bisschen was von der Geschichte habe ich ja schon so vorher gelesen. Und gut, dadurch, dass es natürlich auch mit in die Osteraufstände involviert war, also die Osteraufstände, das war damals, ich sag mal, Aufstände beziehungsweise Unabhängigkeitsbestrebung der Iren gegenüber den Briten. Und das hatte halt damals so am Anfang des 20. Jahrhunderts halt sozusagen für sehr viel Unruhen gesorgt, sehr viel ja, bürgerkriegsähnliche Zustände. Und da spielte sich auch ein gewisser Teil mit ab. Und dieses Theater war halt sozusagen mit da involviert. Wurde auch kurz, ich glaube, von den, muss ich gerade mal überlegen, ist schon ein bisschen her, da sieht die Geschichte. Ich glaube, von den Aufständischen war es, glaube ich, als Stützpunkt genutzt worden, wenn ich jetzt gerade nichts Falsches erzähle. Und ja, von daher, also ist jetzt nicht direkt zur Kampfhandlung in dem Gebäude oder an dem Gebäude gekommen, aber zumindest wurde es kurz besetzt. Und ja, konnte ja sein, dass da natürlich dann doch durchaus ein bisschen Tumult ist in dem Theater, sag ich mal. Theater ist natürlich auch so ein, ich sag mal, so ein Stichwort, ne, weil was ist Theater? Theater ist natürlich auch viel Emotionen, ne? Und von daher ist natürlich schon so ein bisschen der Gedanke da, okay, vielleicht ist da gerade von dieser Emotion, die halt sozusagen dort auf der Bühne hervorgebracht wird, vielleicht ist da irgendwie so noch irgendwas da, weil manchmal, wenn man so Theater, ich weiß nicht, ob das bei dir oder bei euch da draußen so ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Theatersaal betrete, das hat irgendwie immer so eine gewisse Atmosphäre, finde ich. Ja, das Und stimmt. da habe ich natürlich dann auch so ein bisschen die Hoffnung vielleicht gehabt, weil was ist Theater, ne? Ich meine, Theater ist einmal so das Öffentliche, das Dargebotene auf der Bühne, aber hinter der Bühne ist ja nochmal so eine verborgene Welt, ne? Wo die ganzen Umkleiden sind, wo ruhig, nein, nicht geheime Gänge, aber so zumindest Gänge sind, weißt du, wo wer hin und her kommt und alles und was so im Verborgenen passiert. Also man könnte jetzt lange philosophieren, was ein Theater bedeutet, aber das hat mich halt echt schon so ein bisschen neugierig auch gemacht auf diese Location. Und als ich natürlich dann die Fotos gesehen habe, die da Sean noch präsentiert hat, muss ich sagen, okay, einerseits bin ja natürlich immer noch der Skeptiker, ne? So ist jetzt nicht. Ich war natürlich schon ein bisschen skeptisch, habe gemeint, okay, die eine oder andere könnte auch eine Langzeitbelichtung gewesen sein. Müsste man aber dabei gewesen sein. Ne? Müsste man die Metadaten sehen von dem Bild, die hat man jetzt leider nicht zur Verfügung. Von daher kann man da jetzt nichts Genaueres zu sagen. Aber es war auf jeden Fall schon mal positiv. Wir haben auch dementsprechend zum Beispiel das Laser Quid auf dieser Stelle ausgerichtet, wo eine Schattensichtung war in dem großen, in dem großen Saal. Im Saal, ja. Genau. Und ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir da schon relativ munter dann ans Werk gegangen sind. Ich meine, es war auch die erste Untersuchung von unserer zweiten Reise. Ah, Von das ist die daher, erste, echt? das war die erste, Ah, genau. ja, stimmt, Danach ne? kam Wicklow und dann Redwood. Ja, stimmt. Ah, ja, klar. Und ja, das ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Ich glaube, so atmosphärisch gesehen,
hatte ich jetzt da eigentlich nichts, was mich jetzt so auf was Paranormales triggern würde, zumindest. Aber gut, es ist halt natürlich dieser Theatersaal oder sowas, das hat schon so ein bisschen Atmosphäre mitgehabt, aber ich finde eher so dieses Theaterliche, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Ja, aber gerade so diese unteren Bereiche, das war halt immer so diese Keller. Einerseits war es halt wirklich sehr verwinkelt, ne? Du bist ja da in Bereichen gewesen, wo du denkst, bist du jetzt wirklich noch im Theater oder bist du schon woanders? Also das war manchmal echt so ein bisschen, ja, muss man gucken, wo man Stimmt. ist, ne? Ja, das stimmt. Also ich habe schon so zwei, drei Bereiche atmosphärisch ganz interessant. Ja. Die aber jetzt, also auch nicht den Theatersaal tatsächlich, sondern halt eben einmal im Backstage-Bereich Da, wo und diese dann halt Umkleiden waren, eben ne? unten, ja genau, unten auch im Museumsbereich. Da waren auch so zwei Stellen, wo ich dachte, ja, da ist irgendwie so ein Gefühl halt, ne, was wir da, darüber lässt sich ja immer so leicht schwätzen und Außenstehende verstehen das immer gar nicht. Ja, So wir eine versuchen es Art irgendwie. innere Anspannung. Genau. Ja, es ist halt, Sein Kribbeln. Genau, ich wollte auch gerade sagen, so ein Kribbeln innerlich irgendwie, ne? So, als ob da irgendwie so. Ja, so einfach, als würde man mit seinen Antennen so was ganz Feines empfangen. Ja, also es lässt tatsächlich echt schwer beschreiben, aber es ist so ein ganz, ganz bestimmtes, ja, Gefühl, das sich dann im Körper einfach an verschiedenen Stellen auch ausbreiten kann. Genau, ja. Ja. Ja, ich hatte das im unteren Kellerbereich auch, in dem Raum, wo wir dann am Ende auch die Kameras aufgebaut haben, da wo auch das spätere Micha-Ereignis war. Ich denke, da weißt du am ehesten, wovon ich rede, in welchem Raum. Ja, auf jeden Fall. Mit diesem, wo auch dieser, ich glaube, der Sean erzählte uns da von diesem Geld, dieses Geräusch, das sie da mal aufgezeichnet haben, als würden da Münzen irgendwie Genau, fallen. ja. Ne? Den Raum meinst du? Ich weiß nicht, war das der Raum? Ich dachte, ja, Ich ich dachte, dachte, das wäre dass das ich. auch der Raum So, ich dachte, das wäre gewesen vorne wäre. der Museumsraum gewesen. So. Nee, ich dachte, es wäre auch der gewesen. Okay, gut. Ja, irgendwo da unten. Sagen wir mal so, irgendwo da unten. Ich meine, gut, wir hatten ja dieses Ballgeräusch, ne? Dieser springende Ball, wenn du dich erinnerst. Ja, genau. Was wir sozusagen nicht nachvollziehen konnten. Es muss ja auch irgendwo in diesem Museumsbereich oder auf dem Flur gewesen sein. Aber man weiß es nicht. Ne? Das ist halt, wie hatten sich das an? Ja, wie so ein Tischtennisball, glaube ich, ne? So Ja, in so der Richtung. richtig plock, plock, plock. Also Genau, wie als wie ob einer so ganz aus einer klassisch. gewissen Ja, Höhe den genau, Ball aber ab. halt, genau, aber halt dann auch so ein etwas schwerer, also so ein Ballball. Also Okay. nicht irgendwie, also schon was sehr Stoffliches, ne? Ja, Also also ja, so wie jetzt hab wirklich irgendwo ein Ball. ja, Genau. genau. Nicht nur die Ahnung eines Geräusches oder so ein Mimikry, sondern halt eben so ganz klassisch, dass wir sicher waren, dass da halt ein Ball Auch gefallen ist. ziemlich laut vor allem auch. Ja, Also genau. das war schon sehr, sehr eindeutig, sagen wir mal so. Und du hast halt auch gehört, das ist in den Räumlichkeiten drin gewesen. Aber du hast nirgendwo so einen Ball gehabt. Auf der Aufzeichnung hast du nichts gehabt, wo eine Bewegung drauf war. Und auch so ist nie ein Ball irgendwo aufgefallen. Ja, genau. Und Ja. das war auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr interessant da unten gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also diese Räume, von denen wir gerade sprechen. Die waren halt so auch total unspektakulär. Also das waren jetzt keine Räume, die so ein bisschen prädestiniert quasi sind, dass man da so denkt, oh, da ist bestimmt irgendein Geist unterwegs. Ne? Also die waren jetzt nicht extra gruselig, sondern ganz im Gegenteil, der Raum, in dem dann die wahrscheinlich höchste Aktivität verzeichnet wurde, wo auch der Vorfall mit Micha war, das war ja ein Aufenthaltsraum. Da hing ein großer Fernseher an der Decke. Also da hat Stühle in nichts. der Ecke. Ja, da, genau, ja, also aber halt an der Decke, ne? Da hat nichts irgendwie uns in die Richtung leiten können, dass das jetzt
der ultimative Hotspot von diesem Ort sein könnte. Richtig. Also maximal so ein bisschen das Gefühl, weil wie gesagt, es war Ja, so das für mich Gefühl die war da. Eingebung, da will ich auf jeden Ja. Fall eine Kameraüberwachung haben. Ja. Was Das wir dann auch stimmt. gemacht haben, da hatte der Erik dann auch seine Kamera noch mit oben auf dem Schrank aufgebaut. Genau. Und ja, es ist halt, man muss halt einfach sagen, so irgendwo so ein Bauchgefühl auch mit, ne, was uns dann leitet. Ja, genau, Dass so man. eine Art Schmetterlinge im Bauch. Genau. Wir verlieben uns in eine Atmosphäre. Ja, ich weiß einfach auch nicht, wie man das sonst Ja, es beschreiben ist schwierig. Also, könnte. ich Das habe auch ist vorhin halt. an Schmetterlinge im Bauch gedacht, aber dann doch nicht richtig. Also, Ja, ja. so ein Anfliegen von und ein bisschen Aufregung noch mit dabei und Ja, oder genau. das Gegenteil, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man so einen Ort meiden muss und so weiter. Es kann in verschiedene Richtungen gehen. Ja. Ja, es ist wirklich schwierig zu beschreiben. Wir sollten das vielleicht mal irgendwie näher erörtern, damit wir das mal ein bisschen Ja, aber sauberer ich vorbringen können. halt auch nicht, ne? Es ist so, wie wenn man so ein Fähnchen in die Luft hält und dann kommt ein Windzug Okay, jetzt und machst du es aber echt bringt kompliziert. dieses Fähnchen zum Flattern. Ja. Okay, komm, wir versuchen jetzt mal unsere Okay. Zuschauer nicht noch weiter zu verwirren. Also, auf jeden Fall Schreibt es bitte dieser mal in die Raum. Kommentare, wenn ihr ungefähr wisst, was wir meinen, Ja, bitte. genau. Und wenn nicht, auch gerne. Dieser Raum war auf jeden Fall sehr speziell. Ja, Ja. definitiv. Was ich noch ganz vergessen habe zu NS Corsi, zu dem Ethereum Theater zu sagen. Das Gelände, das hat ja auch der Michael Benson betont gehabt. Das Theater selbst ist noch nicht so alt. Ich glaube, 19. Jahrhundert wurde das erbaut. Aber auf dem Grund, was früher zu NS Corsi Castle gehörte. Also sprich, da war noch ein bisschen Hof sozusagen drumherum. Und die Fläche wurde sozusagen dann zugebaut und da unter anderem ist dann auch mit dieses Ethereum Theater mit drauf gebaut worden. Ja. Und ja, man weiß halt nicht, was vorher da war. Ne? Das ist Ja, genau. Ich glaube, er hat sogar mal irgendwas gesagt, dass das vielleicht auch noch irgendwie zu diesem Gelände gehörte, dass er in diese Schlacht involviert war oder sowas. Ja, genau. Na gut, die Schlacht selbst, ach so, du meinst jetzt von dem, was da oben auf dem Berg war, ne? Ja, Ja, genau. es hatte, genau, das hatte sich ja, glaube ich, dann in die Stadt noch mit Ja, ausgeweitet. ja. Und ich Aber dachte, er hätte ich, da ja, irgendwas möglicherweise, also ich glaube, man konnte nicht wirklich lokalisieren, wo jetzt was genau gewesen war. Ja. Ja, also, aber auf jeden Fall natürlich auf historischem Grund, klar. Also, dass das in einer Stadt wie Enniscorthy, die ja nun mal sehr alt ist, dass da die Dinge oder die Gebäude auf irgendeinem historischen Grund errichtet werden, sollte ja auch irgendwie klar sein. Ja klar, ich meine 100 Meter neben dem Castle natürlich. Also Ja, genau. Steinwurf quasi ja, das ist halt irgendwie auch so entfernt. das Witzige gewesen, fand ich, weil wenn du aus dem Fenster rausgeguckt hast du NS Corsi Castle gesehen. Ne? Also konntest du Ja. da in die Scheiben reingucken und Ja, hast die genau. Räumlichkeiten gesehen, die du sozusagen ein paar Jahre zuvor untersucht hast. Ja. Es war schon irgendwie wie so ein Zurückkehren, finde ich. Ja, genau, das stimmt. Ja, also ich meine, gut, die Untersuchung mit Aufbau und so weiter, das braucht man jetzt nicht so, glaube ich, nicht so genau nochmal unter die Lupe zu geben. Ich meine, wir haben ja schon mal öfters erwähnt, wie so eine Untersuchung selbst abläuft. Was genau ist dir noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben von den Untersuchungen selbst, also die da drin gemacht wurden von uns? Das ist mir in Erinnerung geblieben. Also natürlich dieser Vorfall mit Micha und mit Micha und Pat mit der Tür. Ja, das war ja auch absolut outstanding. Obwohl, da würde ich mal sagen, komm, hake mal gleich ein, nehmen wir gleich mal Ja, diesen Raum eigentlich, weil es geht ja wirklich genau. Es geht wieder um präzise um diesen diesen Raum, Kellerraum. genau. Ja, also also das ist ja im Museum quasi. Nur halt eben, dass das der Aufenthaltsraum ist. Und da war es halt so, dass wir irgendwann uns dann ja in diesem Raum getroffen haben. Du warst da. Da muss ich, glaube ich, auch schon mal ein bisschen noch mal vorweggreifen, denn Ja. Erik und ich, wir haben ja schon vorab eine Untersuchung gemacht.
Stimmt, genau. Ja, Wir dann waren fang dann du im. doch mal an zu Genau, erzählen. weil dann kommt auch noch mal so ein bisschen, ich sag mal, ja, dann finden wir auch den Schluss zum Kreis irgendwo. Ja. Denn was ganz interessant war, also ihr müsst euch diesen Raum vorstellen, wie macht so ein Quadrat und dann so eine Ausbuchtung, wo halt die Tür drin ist. Ne? Also in einer Ecke und so, dass man halt im Raum selbst noch mal so eine, ich glaube, da stand ein Tisch drin, ein Tisch mit ein paar Stühlen. Ja. Und man konnte sozusagen, wenn man in die Tür reingekommen ist, nach links und dann nochmal links um die Ecke rum, da war so eine kleine Ausbuchtung. Also der Raum, der hatte so eine, ja, ich sag mal, dicke L-Form. Ging jetzt aber nicht allzu weit rein. Das war vielleicht ein 1,5 Meter vielleicht. Ja, der war nicht so Zwei ganz Meter, irgendwie groß. sowas. Ja. Aber kein Riesenraum. Genau, auf jeden Fall stand ich gerade an der Tür oder bei der Tür und habe da auch mit den Dowsing Rods ein bisschen gearbeitet. Und das war halt wirklich da, wo Erik und ich jetzt noch alleine waren. Und die Dowsing Rods gingen nach links in die Ecke des Raums. Das heißt, ich bin um den Tisch rumgegangen und habe halt sozusagen auch in dieser Ecke, in der linken Ecke, etwas gehabt, worauf auch die Dowsing Rods dann reagiert haben. Und ja, das fanden wir erstmal ganz interessant. Wussten aber noch nicht, inwieweit diese Ecke dann für uns noch wirklich sehr interessant wird. Und ja, hatten halt erstmal eine ganz normale, ich sag mal, Fragesession da drin auch mitgemacht. War jetzt nichts großartig Spektakuläres passiert erstmal. Und dann kamen so die Gettys. Ich weiß gerade nicht, warst du schon mit dabei? Ja, du warst da mit dabei, ne? Ja. Genau. Dann kamt ihr runter und habt gefragt, ob ihr mit dazukommen könnt. Und wir hatten ja natürlich nichts dagegen gehabt. Und ja, da haben wir es halt dann sozusagen zu fünft gemacht. Wenn ich mich jetzt gerade. Ich glaube, wir waren fünf, oder? Ja, Muss, muss, wir waren ja. fünf. Aber Genau, sag nicht, da. dass wir es zu fünft gemacht haben. Das hört sich irgendwie. Ja, oh Gott, mein Wir waren dann zu fünft. Ach, Sonja, du und deine jugendlichen Gedanken. Ja. Ich bin doch viel zu alt für sowas. Ach Gott, oh ja, jetzt. Ja, gut, zum Ernst des Themas Ja, zurückzukommen. bitte. Genau, wir haben die Untersuchung dann zu fünft durchgeführt. Genau. Und ja, der Micha hatte sich dann nach einiger Zeit in diese Ecke begeben. Also wir haben auch nicht kommuniziert, dass da vorher großartig was war. Ne? Also es war jetzt. Oder ich weiß gar nicht, haben wir es erwähnt? Ich weiß Nee, es nicht ich mehr. glaube nicht, ich Ich glaube nicht. muss Ich glaube, ganz die ehrlich sagen, ich Überraschung weiß kam es nämlich erst nicht. hinterher. Kann sein. Also ich weiß es. Ich glaube tatsächlich, dass ihr es nicht gesagt habt und dass das ja auch so mit reingespielt hat, letztlich, dass es so interessant war, was dann passiert ist. Ja, aber ich glaube, im Hinterher hat man das dann erst erörtert gehabt. Ja. Auf jeden Fall ging halt Micha auch direkt in diese Ecke, um halt von der Ecke aus zu filmen. Erstmal soweit auch ganz logisch, weil da hast du einfach den besten Blick über den Film, über den Raum. Ja, bis dann natürlich irgendwann Micha etwas auffälliger wurde, sag ich mal. Ja. Also war er dann relativ steif in der Ecke gestanden. Du hast halt gemerkt, er fängt irgendwie an zu zittern. Na, und ich war, glaube ich, auch der Erste, der dann sozusagen zu ihm gegangen ist und ihn überhaupt berührt hat. Also hast du gemerkt, dass der irgendwie so ein bisschen weggetreten war. Und nicht mehr ganz, ja, so der Micha, wie man ihn sonst kennt. Also normalerweise ist er ein bisschen anders drauf. Und es wirkte halt schon so ein bisschen, als ob er da mit irgendwas so zu kämpfen hatte innerlich. Oder nicht ganz da war, sagen wir mal so. Das trifft eigentlich, glaube ich, ganz gut, wie es aber nicht so ganz da war. Und ja, da haben wir ihn dann erstmal irgendwie ein bisschen festgehalten und ja, auf ihn eingeredet. Ich glaube, erst Peps hatten dann so richtig auf den Boden wieder zurückgeholt. Na, dass er wieder bei uns war und so weiter. Und er musste dann auch den Raum erstmal verlassen. Genau. Und Peps ist natürlich mitgegangen. Ich weiß gar nicht, bist du auch mit? Oder warst du noch drin geblieben mit dem Raum? Also, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich bin drin geblieben. Hm. Ich weiß, dass Erik und ich auf jeden Fall noch irgendwie noch mal. Ja, also du hast doch auch noch irgendwas mit den Dowsing Rods gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das war, bevor Micha diese, also bevor Micha so dissoziativ wurde,
Oder ob das irgendwie danach war, aber ich entsinne mich irgendwie, dass du da noch mit den Dowsing Rods was gemacht hast und dann Ja, es kann gut sein, ich meine, ich mache das ja eine auch dauernd. Energie oder sowas bestätigt hast. Also, Das kann ja. sein, dass ich vielleicht an mich herangetreten bin und ich glaube, die haben sich dann Ja, überkreuzt, wenn ich mich recht irgendwie entsinne. sowas. Also ich habe da irgendwas im Kopf, dass da auch noch was mit deinen Dowsing Rods war in der Situation. Ja, das ist also nur für die Erklärung mit der Zuschauer. Also die Dowsing Rods setze ich sehr oft ein. Also da, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann ich wirklich die. Das ist wirklich auch so eine intuitive Sache, sage ich immer mal. Dass du irgendwie merkst, okay, jetzt könnte es vielleicht funktionieren und dann probierst du es einfach und ja, also es ist meistens wirklich so eine Bauchgefühl auch mit, was das angeht. Und ja, auf jeden Fall, wir hatten jetzt im Nachgang eigentlich nicht noch irgendwas großartig gehabt. Wir haben dann auch den Raum irgendwann verlassen. Micha und Pep sind dann später nochmal in den Raum runtergegangen, um sozusagen nochmal ein bisschen nochmal nach. Ja, sozusagen für sich nochmal die Sache auch abschließen zu können. Und da hatten sie ja das Thema mit der Tür gehabt, ne? Genau. Also es war ja so, sie setzten sich dann so ungefähr der Tür gegenüber. An der Länge der Wand, der Fensterwand da hinten, da standen halt eben auch ein paar Stühle. Und da setzten sie sich halt eben hin, und zwar so ziemlich der Tür gegenüber, also der Eingangstür. Und haben dann halt eben noch mal gezielter Fragen gestellt, weil Micha ja zu dem Zeitpunkt dann schon den Verdacht hatte, dass das irgendwas ist, was ihn persönlich trifft. Und da eben ist es passiert, dass plötzlich sich die Türklinke, also dass jemand quasi die Türklinke runtergedrückt hat, als würde jemand in den Raum gehen. Nur waren Micha und Peps ja eben im Raum und von uns auch niemand in der Nähe, und selbstverständlich wussten wir ja auch, dass die jetzt da sind, sodass also auch niemand von uns auch nur ansatzweise auf die Idee gekommen wäre, da jetzt irgendwie einfach reinzuplatzen, ja. Und das war schon so ein Hallo-Wach-Moment, ne? Beziehungsweise, wenn, dann hätte man nicht nur die Tür nach unten gedrückt, sondern Ja, man wäre auch wäre reingegangen, reingeplatzt, ne? ne? Also, Genau, ja. ja, das kommt ja noch mit hinzu. Genau, also das war schon so ein Hallo-Wach-Moment. Und ja, muss ich das auch, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt ja in dem Kellerbereich, habt ihr einen langen Gang. Und von diesem langen Gang aus, in der Mitte ungefähr war das, ging nochmal ein Gang nach links. Und am Ende dieses Gangs, da war erst dieser Raum. Das heißt, man hätte sozusagen zwei Gänge gehabt, die man hätte erst sozusagen durchkreuzen müssen, um sozusagen dort wieder wegzukommen. Und man hätte nochmal eine Tür, so eine Schwingtür mit betätigen müssen, die durchaus auch immer Geräusche gemacht hat. Das heißt, man hat eigentlich immer gehört, wenn jemand diesen Raum allgemein betreten hat, also diesen Bereich, sage ich mal, diesen Genau, Kellerbereich. ja. Also ich glaube, das war sicherlich eines der eindrücklichsten Aufzeichnungen, die wir gemacht haben, ja, weil du siehst, ich glaube nicht die Türklinke, das wäre Ah, ja du hörst sie, Jackpot, du ne? hörst sie ja. Aber du hörst sie, ja, und du siehst natürlich auch die Reaktion von Micha und Peps, die wirklich völlig, also natürlich wahnsinnig sich erschrecken und gar nicht verstehen, was da jetzt in der Sekunde passiert ist. Aber die Tür, das sieht man noch mal ganz schwach auf einer Aufzeichnung von mir. Das Dumme ist halt, dass da leider das Infrarotlicht schon ausgegangen ist. Das heißt, es ist relativ Ja. dunkel, ne? Aber du hörst, wie die Tür von alleine zufällt. Es ist niemand in der Nähe. Und ich muss gerade überlegen, ob man es auch sieht. Ich glaube, irgendwo durch so ganz, ganz minimale Reflexion merkst du es, dass Okay. da eine Bewegung ist Ja. und dass dann die Tür zugeht. Also auch richtig so ins Schloss gedrückt wird. Ja. Und das ist auch schon mal ganz interessant. Und wir hatten ja auch damals
das, ich glaube, ich hatte das vorher schon mal getestet gehabt oder nachher, wegen den Bewegungen, weil wir hatten ja da schon mal so diese selbstbewegende Tür, wenn du dich erinnern kannst, Ja, ne? Aber was ja dann Ja. sozusagen durch Gewichtsverlagerung, wenn man Genau, weil auf der dem Boden, Boden, ja, der genau. war halt nicht ganz eben, wie das oft so ist in diesen alten Ja, Gebäuden, beziehungsweise ne? halt, hat halt nachgegeben, ne? Und wenn Ja. so eine Tür verkeilt ist unten drunter, dann löst sich der Keil und dann bewegt sich die Genau. Tür. Und ich meine, dass ich das auf jeden Fall dort auch mal getestet hätte. Ja, definitiv, weil das war ja der Fall bei dieser Tür, die ins Museum reinführte oder von hinten so quasi ins Museum reinführte. Und da bin ich ja durchgelaufen und dabei hat sich dann halt die Tür so ein bisschen geschlossen. Genau, Ja, also ja. da war das sehr offensichtlich zu sehen, dass halt einfach sich durch die Gewichtsverlagerung, die Tür in Genau. Bewegung gesetzt hat. Ja, genau. Also da war das halt wirklich, ja, Ja. gut sichtbar, sag ich mal. Genau. Aber das können wir halt da einfach ausschließen, weil Micha und Peps saßen. Und Die sonst war ja haben keiner sich da. nicht bewegt. Genau, und ansonsten war niemand auch nur in der gleichen Etage. Also wir waren ja alle Stockwerk drüber, ne? Wir waren alle, Genau. ja, wir Und waren alle das, oben, genau, ja. und ähnlich war es eigentlich auch, wo ich dann die, diese Kamera halt sozusagen da drin, ich glaube, es war bereits schon kurz vor Aufbruchstimmung, wo dann halt hier unten sich diese Tür dann nochmal bewegt hatte. Also von daher, Türbewegung da unten ist auf jeden Fall gegeben an diesem Raum. Oder haben wir halt sozusagen durch Live-Beobachtung und durch Aufnahmen halt sozusagen, ja, beides erlebt in der Hinsicht. Ja, und Zug oder sowas können wir ausschließen. Genau, also wenn ein Zug, dann müsste die hintere, also sozusagen die Tür zum Kellerbereich bewegt worden sein, Ja. damit sozusagen durchgehend eine Sogwirkung, zum Beispiel, wenn die Tür nach außen aufgemacht wird, mit relativ guter Geschwindigkeit auch, dass natürlich Genau. sozusagen eine Sogwirkung entsteht, dadurch kann sich so eine Tür bewegen. Ja. Allerdings hörst du das auch. Du hörst, wenn natürlich die andere Tür bewegt wird. Und Genau. dadurch, dass halt also in diesem Gang selbst keine weiteren Türen oder Barrieren waren, die diesen Schall hätten abfangen können, hörst du diese Tür auch. Ja. Also das ist auf jeden Fall nochmal so ein sehr interessanter Bereich gewesen, muss man sagen. Also vor allem im Keller, okay, ich muss ehrlich sagen, der hat am Anfang gar nicht so, also bis auf diesen Raum, wo ich halt unbedingt eine Kamera hinhaben wollte. Aber so der andere Bereich, das hat mich jetzt gar nicht so gekickt, muss ich sagen, dass ich sage, okay, da muss jetzt irgendwas rein. Ich meine, gut, hat sich bei mir dann auch relativ schnell also beziehungsweise in Luft aufgelöst, dieser Gedanke, da irgendwas zu platzieren, dadurch, dass ja die Bavaria dort ein DVR aufgebaut haben mit mehreren Kameras. Das heißt, die hatten eigentlich diesen Raum, also diesen Bereich sehr Diesen gut im Griff. Bereich, diesen Genau. Museumsbereich meinst du, ne? Den Genau, mit den eigentlichen mehreren. Museumsbereich. Genau, mit den mehreren Räumen da drinne. Ja. Das haben die, glaube ich, ganz gut abgedeckt gehabt. Ja. Ja, war auf jeden Fall ein sehr interessanter Bereich, muss ich sagen, der Keller. Ja. Aber wir hatten ja noch einen weiteren erwähnt, und zwar die Garderoben. Na? Ja. Hast du da eine Untersuchung drin gemacht gehabt? Weißt du das noch? Oh, ich glaube schon. Ich glaube, dass wir da auch waren. Und zwar glaube ich nur bei Tageslicht Ach so, tatsächlich. ha. Ich glaube im Dunkeln dann irgendwie nicht mehr. Ja, ich hatte mit, Also, das war so relativ zum Schluss, da habe ich da mit ja. Anja und Steffi noch eine Session drin gemacht. Aha. Ja, es war halt, also ich weiß nicht, vom Gefühl her hat es halt irgendwie, hat es da immer so, dass das Gefühl, dass da irgendwas ist. Wir hatten, mit was haben wir denn gearbeitet? Mit irgendeinem Gerät gearbeitet? Ja, stimmt, mit den Dowsing Rods auf jeden Fall auch. Die haben auch ganz interessante Rückmeldung gegeben. Sozusagen hatten wir, also laut Dowsing Rods muss man dazu sagen, es gibt keine EVP-Aufnahmen, die das irgendwie hätten bestätigen können oder was, irgendwas auch in der Richtung. Scheint es sich dort um einen, was war denn das? Jemand, der irgendwie an Hunger gestorben ist früher. Also auch aus der ärmeren Bevölkerungsschicht, der sich Ja. dort noch aufhält.
Und ich glaube, er fand Anja ganz attraktiv. Und ja, also gut, wir wurden natürlich dann ein bisschen irritiert in der ganzen Aktion, dadurch, dass Micha dann Türtests gemacht hat in der ganzen Location. Ah, war das so? Das weiß ich Ja, gar nicht mehr. wir War hatten dann das eine. nach dem Türvorfall dann, Ja, oder? na, ja, Ah also sie hatten ja. ja noch irgendwo eine Tür gehört, die sich geöffnet oder geschlossen hat. Okay. Und daufhin sind sie durch die Location, haben überall Türen geknallt. Und Ah. wir wussten natürlich überhaupt nicht, worum es hier geht. Und wir wundern uns, was machen die denn da draußen? Und Ah, ich glaube, das irgendwann. habe ich nicht mitgekriegt, weil der Michael Benson hatte ja an diesem Tag ein persönliches Thema. Und irgendwann fand ich mich dann halt mit Michael Benson, komplett raus aus der Untersuchung, wieder auf der Treppe sitzend und habe mit ihm halt eben über das Problem gesprochen, das er Also, da ja. hatte. Das heißt, also ich habe einen Teil der Untersuchung dann tatsächlich nicht mehr mitgekriegt und das gehört War relativ am offensichtlich Ende. dazu. War Ja. relativ am Ende. Gehört dann wohl dazu, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall, es war halt auch so dieser Moment, ja, wo dann die Tür aufging bei uns, Ja. Micha da drin stand und die Tür dann zugemacht hat und ich dachte, okay, was ist jetzt los? Keine Ahnung. Also, so eine Info wäre cool gewesen. Das stimmt. Das Das ist war sehr halt ein dumm. bisschen komisch. Also, wir standen da drin und wussten von nix. Ja. Okay. Ja, war immer ein bisschen komisch gewesen. Ja, das glaube ich. Das ist dann erstmal, ja Ja. klar. Also, okay. Ja, das habe ich irgendwie tatsächlich dann nicht Ja, aber mitgekriegt. das war halt auch schon so irgendwie so Aufbruch, weißt du, da warst du dann schon Ja. irgendwie, okay, die Nummer ist durch und wir packen jetzt zusammen und Ja, verschwinden. ja. Ja, aber es war ja auch noch was Emotionales passiert, ne? Meinst du Michael Bensons Genau. Gesang? Ja, Ja. also Michael Benson ist ja auch Country-Sänger. Auch ein relativ erfolgreicher, ne? Der war auch schon in den USA mal unterwegs. Und er hat halt eben dort so ein irisches Volkslied zum Besten gegeben, nur er mit seiner Gitarre. Und das war schon sehr emotional. Also besonders, glaube ich, für Steffi. Ja, zumal halt dieses Lied auch generell sehr emotional Ja, ist. ja. Interessanterweise, also der Song heißt Grace, könnt ihr gerne mal bei Ja. YouTube anhören, da gibt es einige Versionen davon. Ich packe mal eine vielleicht auch unten noch in die Videobeschreibung rein, wenn ich dran denke. Ja. Auf jeden Fall, dieser Song, das ist halt so ein, ich sag mal, irischer, ja, so ein Ausdruck von dem Schmerz, den die Iren halt sozusagen unter der Unterdrückung der Engländer sozusagen, ich sag mal, erlebt haben. Und der Song handelt davon im Kilmaehan Jail in Dublin, wo wir bei unserer ersten Reise waren. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Verbindung. Auch dadurch, dass wir halt ja sozusagen beim ersten Mal da drin waren und jetzt beim zweiten Mal Irland haben wir dann diesen Song gehört, der sich in diesem Gefängnis abgespielt hat. Und Ja. zwar gab es da halt einen Insassen und der hatte sozusagen, wurde von den Engländern verhaftet und kam dann in dieses Gefängnis rein und litt auch an Tuberkulose. Hatte aber im Genau. Gefängnis dann noch seine Frau geheiratet. Und das war sozusagen in der Nacht, bevor er hingerichtet wurde. Und deswegen ist dieser Song halt auch wirklich sehr emotional, weil es diese Geschichte so auch wirklich gab. Und deswegen kann man sich auch vorstellen, dass dann natürlich dann auch die Iren, gerade auch bei Benson, das hat er auch gesehen, dass dieser Song ihm auch sehr nahe kommt. Und ja, es ist halt wirklich, wenn er richtig vorgetragen wird, so wie Michael Benson, dann kommen halt Ja. auch schon mal die Tränen. Also das muss man ehrlich sagen. Das ist ein Song mit so viel Emotionen drin. Also kann auch sein, dass dieser Song halt wirklich auch selbst vielleicht noch mal ein bisschen was bewirkt hat. Könnte ich mir auf jeden Fall gut Ja, vorstellen. also warum nicht, ne? Also ich glaube, dass es einen guten Zusammenhang oder einen engen Zusammenhang geben kann zwischen Musik und der Auslösung von paranormalen Phänomenen. Von daher, ja, Ja, zumal ich kann glaube, sein. also
wenn da drin irgendein Geist ist, ein Irischer, dann wird er auch diesen Song halt sozusagen wahrscheinlich auch Ja. entsprechend emotional aufgenommen haben, vermute ich Ja, mal. genau, ja. Ja, das war ein magischer Moment schon, ne? Also das war Definitiv. schon sehr, sehr besonders einfach, ja. Ja, ich weiß noch, das ist irgendwie so dieses Lied, das ist halt so im auch Gedächtnis geblieben, ne? Und man hat es halt immer im Ja. Ohr gehabt die ganze Zeit. Ja. Und ja, nicht umsonst haben wir es halt auch dementsprechend in unseren Dokumentationen auch verarbeitet. Also Ja, wird genau. auch im irischen Reisebericht von mir, da habe ich ihn ja auch nochmal länger Ja. mit eingespielt. Ja. Ja, das war sehr besonders. Definitiv. Und gut, das macht hat auch irgendwie, ich weiß nicht, die ganze Untersuchung noch mal so einen speziellen Flair gegeben auch. Ja. Also wir hatten ja auch zum Ja. Schluss noch mal gespielt, Ja, genau. ja, wo wir gerade so mit dem Aufbau fast durch waren. Genau, Ja, also es ja. war schon wirklich was ganz Besonderes, also wo ich auch dem Maike Benz wirklich dafür dankbar bin, dass er das halt gemacht hat. Ja, definitiv. Ja. Ja, es Ja. war sehr, sehr emotional, sehr schön und passte halt so irgendwie perfekt an den Ort. Ja, definitiv. Also es ist halt vor allem auch von der Geschichte her, ne? Also Ja. ich meine, der halt sozusagen in dem Gefängnis halt erschossen wurde, der war ja auch Teil dieser Aufstände mit, ne? Von daher einen Ja. direkten oder fast direkten Bezug gibt es auf jeden Fall. Und ja, also es hätte, also die Musikwahl, sag ich mal, hätte eigentlich nicht besser sein können. Ja, das stimmt. Genau. Es war schon sehr besonders und ein toller Einstieg halt eben in die Irlandwoche, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, wir sind alle mit interessanten Eindrücken, Gefühlen nach Hause gefahren. Das war schon, also für die erste Untersuchung in dieser, also wir haben ja drei Untersuchungen gemacht, das war Ja. schon ein richtiges Opening, also. Ja, es war auch das, also für mich das Eindrücklichste eigentlich. Also Ja, definitiv, dagegen also da. waren die anderen beiden Untersuchungen Ja, dann schon eher. allein, wo man dann vom Wicklow weg ist, dann hat man sich gedacht, Alter, Ja. was war denn das? Ja. Genau. Also Muss man halt wirklich so sagen. Aber gut, das, wie gesagt, bei Wicklow, da gab es halt nochmal andere Umstände, die das Ganze noch ein bisschen getrübt haben. Das war halt nicht ja. vergleichbar, meiner Meinung nach. Genau, also müssen wir vielleicht auch mal noch gerade erklären, ne? Also Wicklow Jail ist halt ein Gefängnis an der Küste, das auch sehr vermarktet wird als vermeintlicher Spukort. Und ich glaube, die größte Problematik war einfach diese unfassbare Hellhörigkeit, oder? Genau. Also das ganze Ding war ein einziger Resonanzkörper. So dass man quasi in den obersten Zellen noch die gerade unten im Keller waren, gehört hat. Ja, genau, das ist halt das, also du konntest eigentlich, wenn du so willst, nur vernünftig zwei Bereiche gleichzeitig Ja. bearbeiten. Ja. Gut, wenn du jetzt draußen vielleicht noch den Hof genommen hättest, okay. Aber da hast du wieder die Stadtgeräusche und alles. Das ist auch wieder Ja. schwierig. Aber so innen drin selbst konntest du natürlich nur entweder den kompletten Gefängnistrakt oder oben, wo dieser Schiffsnachbau war. Ja, Das waren die genau. einzigen Bereiche, wo du halt wirklich dich selbst nicht auf den Füßen rumgetrampelt bist. Ja. Problem war natürlich, wenn du oben fertig bist, dann läufst du außen an den Treppen entlang und direkt am Gefängnistrakt. Und das heißt, damit ist Kontamination schon mal gegeben. Und das Genau. Problem ist natürlich auch, wenn dann hast du dann unten die Base, die auch in Hörweite von dem Gefängnistrakt ist und alles. Ja. Ist ganz schwierige Nummer. Dann hast du Ja. noch einen ja, Typen, der auf uns aufpasst und der laut Genau, Filme guckt und alles. ja, Oh. der da dann irgendwie auch noch und dann auch immer mal geguckt hat, glaube ich. Das habe ich jetzt so nicht mitbekommen, Ich aber dachte, der wäre auch da ich kann rumgelatscht. mich nur, ne, ich glaube, da war mit Film gucken beschäftigt. War er nur im Filme gucken. Aber Kannst sein. jedenfalls war Theoretisch das. gesehen hättest du wahrscheinlich das Gefängnis leer räumen können, der Typ hätte nichts mitgekriegt, weil er seine Filme guckt. Gut, da hätte es jetzt nicht so viel Spannendes gegeben, aber ja, nee, also das war schon, ja, das war viel Geld für nichts. Das kann man mal so zusammenfassen, glaube Ja, ich. das kann man sich auf die Fahne schreiben, wir waren mal da und das war's aber auch. Ja, genau. Also es ist so wirklich irgendwie so ein bisschen klassisch für manche Orte,
die einfach sehr Profit schlagen aus dem Umstand, dass es dort vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendwelche paranormalen Ereignisse gegeben hat oder gegeben haben soll. Und die aber einfach tatsächlich mit mehreren Gruppen oder mehreren Leuten wahnsinnig schwierig zu untersuchen sind. Ja, da gehört Ja, ja auch Lieb Castle dazu. na, Lieb das kann ich leider Castle. noch nicht beurteilen. Ich wäre gern mal dort, aber. Ja, also Lieb Castle ist so einer der most haunted places oder most haunted locations weltweit. Gemeinsam mit Loftus Hall und dem Waverly Hills Sanatory in den USA. Und Lieb Castle hat aber einfach auch das Problem, das ist nur ein einziger Wohnturm, also ein Keep. Und da ist einfach, das ist ein einziger Resonanzkörper, genau wie das Gefängnis. Ja, also es ist völlig ausgeschlossen, dass da mehr als eine Gruppe sozusagen untersuchen kann. Das geht einfach gar nicht. Ja, das ist halt immer so ein bisschen problematisch. Ne? Sie verlangen viel Geld, Ja, das heißt, du brauchst einige Leute, um das zu finanzieren, aber dann hast du zu viele Leute da sprechen wir und ja dann auch tatsächlich von dreistelligen Beträgen. Im Falle von Liebkassel sind es, glaube ich, über 500 Euro inzwischen. Ja. Ja, für ein paar Stunden. Ja, das kommt Nicht ja für noch ein mit hinzu. Wochenende. Ja, es kommt dann noch mit hinzu, genau. Wicklow Wenn es war dann auch nicht noch. ganz billig, ne? Nee. Es war immer noch ein Schnäppchen zu Chillingham Castle, aber hey. Da bist du nämlich im vierstelligen Bereich für 4 Stunden. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Also Ja. irgendwann macht es dann ja auch keinen Spaß mehr, weil das baut ja so einen hohen Druck auf, ne? Du Ich glaube. zahlst da jetzt viel Kohle Ja. und dann willst ja unbedingt dann auch irgendein Ergebnis haben. Und das ist natürlich die schlechteste Voraussetzung für so eine Untersuchung, die es nur geben kann. Ja, also gut, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, weil ich jetzt diesen Druck nicht in mir verspüre, weiß ich gehe immer relativ noch neutral an die Location ran, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Druck natürlich dann entsprechend bei anderen auf jeden Fall existiert. Weil für mich ist die Location immer noch einfach nur die Location, ne? Das ist erstmal nicht relevant, was da gesagt wird oder was darüber gesprochen wird, sondern ich gucke einfach, okay, was ist hier passiert, ne? Was kann ich eventuell noch, na gut, du weißt ja, dass ich da ganz anders denke, was das angeht. Ich glaube, das größte Problem, was natürlich bei diesen Locations ist, wenn sie irgendwann mal im Fernsehen landen. Ja, zum Beispiel Wicklow haben wir bei Ghost Hunters International gehabt, Chillingham Castle war bei Most Haunted, Lieb Castle weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob die irgendwo mit dabei waren, aber Ach, garantiert. ja. Das ist ja so ein berühmter Ort irgendwie auch. Also ja, die wird schon. Also ich weiß nicht, wo. Ich gucke ja diese Formate überhaupt nicht, Ja. deswegen. Ja, zumindest dann noch Charbel Castle war auf jeden Fall auch Ja. noch bei Ghost Hunters International mit dabei. Gut, das sind auch so die Folgen, die ich mir dann gerne nochmal angucke, weißt du, weil du einfach nochmal in der Location drin bist irgendwo. Ja. Aber ich denke mal, Charbel Castle werden wir nochmal in einen extra Podcast verpacken, weil das ist ein Thema für sich. Ist jetzt nicht so schnell abgehandelt. Ja, definitiv. Also Schabel Castle ist auch einer der Orte, die einfach sehr, sehr außergewöhnlich sind. Ne? Definitiv, ja. Das ist so, ja. Genau, aber da könnt ihr euch dann einen anderen Podcast darüber freuen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich genug über NSCOC Castle, aber wenn es jetzt zum Schluss gar nicht mehr darum, Über NSCOC Castle, die Ascendium Ethereum. Oh man, es liegt Theodore. einfach so nah ineinander, das ist einfach. Quasi dasselbe. Naja, Ja. nee. Also es Dieses sind ja schon Theater, was auf dem Grund von unterschiedliche NSCOC Castle Epochen. steht, so. Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass dieser Podcast euch gefallen hat. Und ja, zu NSCOC Castle. Oh, verdammt. Zum Ethereum 4, da gibt es natürlich auch eine Dokumentation, einmal bei mir auf dem Kanal und auch bei den Gettys. Genau. Genau. Also sozusagen die Videos dazu werde ich ebenfalls nochmal unten mit verlinken. Könnt ihr euch gerne mal angucken, dann wisst ihr auch, wovon wir hier gerade die ganze Zeit geredet haben. Ja, das lohnt sich wirklich, weil Genau. das war Ja, es einfach ist eine sehr außergewöhnliche Untersuchung. definitiv, ja. Ja. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir uns beim nächsten Podcast wiederhören. Also bis dann, euer Team von Geistreich. Ciao.
Macht's gut.